Quasi in Moskau, auch da mit einer ungeheuren Energieleistung im Übrigen, nach nicht unbedingt geglücktem Kurzprogramm. Eine Dame, die kämpfen kann und die jetzt auch wieder fit ist. Wieder volles Risiko, dreifach Flip, dreifach Tulop. Und auch der Lutz gelingt. Super. Im Kasten bei Carolina Costa. Dieses Kurzprogramm, liebe Zuschauer, von Carolina Kostner gehört sicherlich mit zum Besten, was wir bisher gesehen haben und was wir vielleicht auch heute noch erleben werden. Das ist logisch die Führung und das ist der erste Baustein auf dem Weg zu einer WM-Medaille hier in Tokio. Carolina Kostner, so gut wie ich sie noch nie gesehen habe. Es scheint so, als ob der Europameistertitel in ihr noch Energien freigesetzt hat. Hat normalerweise das Kurzprogramm teilweise immer so eine kleine Wackelpartie, der dreifache Lutz. Da ist sie oft nicht gut in der Achse. Das war so sicher heute. Das habe ich wirklich von ihr noch nie gesehen. Mit gewohnt hohem Schwung präsentiert das Ganze. Also das wird schwer für die Weltelite der Damen, das noch zu toppen. So ist es. Ich bin fast der Meinung, Henrik, das ist das beste Kurzprogramm der Carolina Kostner gewesen, das wir je gesehen haben. Und wir haben eigentlich jetzt, bis jetzt jedes ihrer Kurzprogramme gesehen, liebe Zuschauer, seit dem Jahr 2003. Und meiner Meinung nach auch eins der besten Kurzprogramme jemals in der Geschichte des Damen-Eiskunstlaufens. Schauen Sie sich diese Kombination an. Unheimliche Höhe hier noch im zweiten dreifachen Tulip. Da ist nichts nachgedreht. Da stimmt wirklich die Landung völlig auf rückwärts. Unglaublich gut. Ja. Und das alles mit einem charmanten Lächeln, mit ihrem wunderschönen Laufstil, mit ihrem Schwung, wie der Hendrik das auch so schön formuliert hat, der sie ja auch ganz besonders auszeichnet, liebe Zuschauer. Wenn Sie mal Gelegenheit haben, in Oberstdorf sie zu beobachten, auch im Training, sie hat einen ungeheuren Speed drauf, auch bei ihren Vorträgen. Also das ist schon genial und das war eine Kampfansage an all die anderen, an Sarah Meyer, an Emily Hughes und dann Kimi Meissner und wie sie alle heißen mögen. Also das war schon eine gewaltige Vorgabe. Ja.
Und ich habe auch gar nicht Angst. Früher hätte ich jetzt ihr Sorge gehabt, dass ich mir gesagt hätte, naja, sie ist ja doch relativ früh dran. Die von mir gerade eben zum Teil genannten kommen ja noch etwas später. Aber diese Angst habe ich mittlerweile nicht mehr. Die Preisrichter wissen das mittlerweile gut einzuordnen und werden auch in den technischen Bewertungen und auch in den Komponenten, glaube ich, schon ordentlich hinlangen. Müssen eigentlich ordentlich hinlangen. Ja, 38 Punkte in den Elementen, das sind fast 10 Punkte mehr als ihre Landsfrau Valentina Marquet. Auch die Komponenten. Das ist eine neue Bestleistung und die alte war bei 60. Jetzt haben wir 67,15. Sollte sie am Ende nach dem Kurzprogramm auf Position 1 bleiben, es wäre nicht mal eine Überraschung. Überhaupt nicht. Ja. Super. Gut auch für Michael Huth, logisch, den Trainer in Oberstdorf.